So, I'm back again. Amiga April, still running, still going for the last 9 or 10 days. I'm not sure. 10 days. Hopefully my stream will be stable this time. Last time I got a telecom quit for my router. It resetted about 4 or 5 times in a row. So, there was no chance to get back on stream and continue my little car whoop challenge, trying to beat the fine game with a little car in the style of Cars of Disney. Yeah, and this game is the first game I'm gonna start today, car whoop. And after that, we are going to have a look at the sexy girl Yolanda. And there, the challenge in Yolanda is, let me have a look, reach a score of 150k or beyond in Yolanda. I played this game as a kid back in the days, can't remember exactly what it was all about. There were two games with female hero characters. One was Yolanda and the other one was She Fox or Wixen, which we don't say in German because Wixen is a word for fabbing. So we don't use this word. Anyway, we are going to start with Carbop, as I said, and let's deep dive into the game and set up my Amiga first. We are going with the 1.3 kick ROM, 1 megabyte for that chip RAM, and no boosting in megahertz and no freezer cartridge. And yeah, I hope the correct joystick, the correct Competition Pro is at my Amiga. The other stick has got some problems. We see sensor controller for the up command, so you aren't able to make high jumps. Let's rebound. Yeah, let's rebound to this. And I can't see any Typings now. Tapsi, wenn du gerade im Stream bist, dann schreib mal bitte gerade irgendwas. Ich habe jetzt gerade noch nichts gesehen. Sometimes my browser hangs a little bit, but now let's see. Are we still car-whooped? No, we aren't car-whooped yet. So there it is. Nice flash version with a trainer, which we aren't allowed to use now. So, unlimited lives, no keep weapons, no, and no in-game keys. So, just the pure fantasy, so pure suffering in this game. I used to correct the screen size the other day, and maybe it's still the other flex setting. Yeah, maybe. We'll see. Okay. Can get my TV a little bit louder for me to hear. Good luck. Okay, Taxi, thank you for writing something in the stream. Und viel Spaß auf der Arbeit. Ich wünsche dir noch einen ruhigen Tag. Taxi has to work today, as others on Sunday have got their day off before the week starts. And let me get the tune a little bit down. So like this. I don't wanna
bash your ears with this song. Ich möchte auch nicht, dass euch da die Boxen oder die Kopfhörer aus den Ohren fliegen. So, im Moment sieht der Screen noch gut aus. Screen is looking okay. Let's get into the game. Hope for a stable connection. Wollen wir mal hoffen, dass das hier einigermaßen bleibt. Okay, das sieht schon mal nice aus. Der Ölkanne, der geht weg. Jump. Easy peasy level 1. Und sieht das immer noch so langsam jetzt bei dir aus? Tapsi is still looking slower than the day we played it together. Oh, the oil barrels. There are the oil barrels. That was close. That was fucking close. Okay. Definitiv. Okay. For Tapsi's feeling it's a little bit slower than the day we played it together. Maybe it's a little screen lag from capturing the game. Made a little jump there and down, and this can be reached. Oh, that was close. That was fucking close. And reach this level, we have to go there and there. And okay, easy peasy. Better start this time. Last time I failed in the first and second level, the second level. No gargoyle yet. I'm gonna leave that guy there. Still don't know what all those extra and bonus weapons mean. Only the ram, where you can ram some of the enemies. Ah. Da bin ich genau in die Schubkarre rein. Jump directly on an enemy. And this isn't Super Mario, so you are not allowed to jump the enemies. But you are allowed to jump and collect all those bonus fruits and everything we get here. And there were the oil barrels. I always make the mistake with those oil barrels. When I start driving to the right, those oil barrels hit me first. Okay, they are going up. Uah. Und da war ein Hütchen. A fucking balloon. And there was a jackhammer. This level is so full of enemies. It's so frustrating. And there is the level end. Okay. Definitely worth to remember the pattern. At least at first. So, it's a collection stage. Where you have to get some of those bonus. I just noticed I haven't collected the bonus during the level stage. Diesmal habe ich diesen Bonus gar nicht eingesammelt. Hatte mich schon gewundert, dass das Spiel nicht wieder pausiert wurde. Ich fahre mal wieder ganz geschickt an den ganzen Sachen dran vorbei. Aber wir haben zumindest den Hund gerettet. We saved the dog. Woo woo. Thanks for rescuing me. And there we go, the cemetery. Holy night. And the beds are there. And you...
allowed to change the direction here. And getting up and a long jump. Jump. And that was great. That was just to avoid the bat. Big jump. Small jump. Small jump. Oh. Looks like I killed the bat. Don't ask me how I did it. Okay, now the gargoyle is on its way. And I'm still missing. There. This one. Stop. Ah, oh, stop it. Okay, level World 2, level 1, the cemetery. Nearly at the end. Nearly about to beat the challenge. Oder auch nicht. Let's give it another try. Maybe we set a timer. Let's play this game about half an hour and then we switch to Yolanda. To play this sexy warrior girl. Oops. And there are the barrels. And this time, I remember the pattern. Okay, level 2, easy peasy. This time, let's paint the iron. Okay, that was the jump. No. This jump? Yeah. And this jump. Get back up. Ah, the ram. Now we've got the ram. We are able to ram enemies like... Oh, okay. But level done. Okay. Still got my ram. Now it's over. Missed one. Hoppla. Uh-oh. So this run isn't that fast like the last time, because last time we hadn't had the gargoyle, but we made it. Wir sind durch soweit. So, hier kommen da nicht auch wieder die Oil Barrels? Natürlich kommen da die Oil Barrels. Aber die springen nach oben. They are jumping to the next level above. There's a jackhammer. Hello. Jackhammer. Irgendwas habe ich jetzt gemacht. They are after me. Oh, that was a short jump.
Uh-oh. And the gargoyle. And the barrel. Na, that was the gargoyle. Okay, das war der Gargoyle. Mit Dubsy, keinen Grund zu feiern, das, da fehlt mir noch was. Aber es sieht so aus, dass ich jetzt zumindest mit etwas mehr Leben dieses Level geschafft habe. Und siehst du? Jetzt kommt wieder dieses tolle, ich sammle Bonus ein und fahre doch an allem Bonus vorbei. Nein, nein, nein. Gib mir noch ein S. Ein S, ein S. Das war ein O. Nein, da war ein S. Weg ist es. Und jetzt der Friedhof, genau. Wuff, wuff. Thanks for rescuing me. Jetzt kommt der Friedhof. Ja. Diesmal bin ich ja nicht mal bis zum Level 2 vom Friedhof gekommen. Der erste ist ja eigentlich noch relativ easy. First one is relatively easy. If you fail in jumping directly at the beginning. Bit. Frontal Crash und Taler Zusammenstoß. Bonus! Das war wieder zu weit gesprungen. Wir müssen da hoch. Und eigentlich da. Und da. Und da. Da, da. Nein! Oh. Warum? Why? 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 I don't see any logic in this pattern. Da ist keine Logik drin, Tapsi, oder hast du eine gesehen? Die kommen einfach so, wie sie kommen wollen, da. Random. Und der Geist auch. Das denke ich mir auch, da. There wasn't any pattern. Da war keine Logik und kein Pattern drin. Aber, was haben wir jetzt? Oh, wir haben schon 6 Minuten gespielt. Wir brauchen es nur noch 24 Minuten spielen. 24 minutes left for Cabo before we are going to Yolanda. The sexy girl Yolanda. Just in case, Tapsi, you don't need to be jealous, it's a pixel girl. Also du brauchst nicht eifersüchtig sein, Yolanda ist ein Pixelmädchen. Warum springe ich denn jetzt über diese Karre drüber weg? Das war jetzt doch so ein Mega-Fail. Das ist, um dich zu ärgern. Ja, natürlich ist das, um dich zu ärgern. Und nur um dich zu ärgern, spiele ich gleich etwas mit einer halbnackten Frau. And there we go. Wenn alle Level mal so einfach wären wie Level... Bei. Oh, Barrel, das habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Was ist das jetzt? Jetzt irgendwas gemacht. Ich habe keine Ahnung. Sieht aus, als wenn ich unter Wasser wäre. Looks like I'm underwater. I have no fucking clue what's going on now. Okay. Maybe it was... A bonus weapon with so you haven't got any enemies here. I haven't seen any enemies. Hm.
Und jetzt ist das letzte blöde Ding. Ach nee, das war der, wo ich kurz springen musste. Aha, jetzt kommt der Gargoyle. Schnell. Das hatten wir aber noch nie. Nee, wir haben noch nie diesen komischen Bonus eingesammelt. Keine Ahnung, was das jetzt war. Haven't had this bonus before. Es sah so aus, als wenn da gerade keine Enemies drin wären. Oh, das war knapp. Das war im richtigen Moment noch drüber gesprungen. Okay. 4 Leben. 4 lives left. And now just get away from those barrels. And the jackhammer is one level above me. It's okay. That was the wrong jump. I need a high jump here. Jackhammer is away. The barrels just jump over. Get the bolt. Small jump. Wrong direction. Nicht one direction, sondern wrong direction. And bonus. Not oh oh, but bonus. Oh oh. Aber ich glaube, ich bin durch. I think I'm through the level. Yeah, I'm through. All lives left. Just collecting some bonus now. I need the whole world, the whole world. So unnecessary to drive. Okay. At least some fruits. And again, woof woof. Thanks for rescuing me. Ah, wrong jump. Oh, the bed is after me. Ich habe irgendwas wieder aufgesammelt. Da kommt eine Riesenkarotte an. Und ein Bonus. Und ich habe keine Ahnung, was diese Riesenkarotte soll. Wo das Enya gestern nicht so... Ich muss gleich gucken. Moment. Was ist mit Enya? Oh oh. That was great. Ich bin froh, dass Enya gestern nicht so schnell die Richtung geändert hat. Ja, richtig. We are used to drive on a driving test circuit with my stepdaughter. She's 17 or is going to be 17 and she's 17 and she's making her driving license and so we are happy to drive with her on such testing courses. And it was an adventure. Immer ein Überlassen.
Vielleicht sollte ich nicht so Little Trigger Happy sein. Always missing one. And the ghost. That's not fair. Another ghost. Get away from me. Okay, that's it. Ja, das war wirklich abenteuerlich mit Enya gestern auf dem Parcours, aber ich meine, sie hat es trotzdem ganz gut gemacht. Oh, und da kommt eine Hexe gleich von oben, die sieht man natürlich nicht. Super. Und hier sind Mumien. Some Mummies. That was the wrong jump. Okay, we've got a pistol. Wrong jump. That was better. No. Hat sie definitiv, ja. Okay, wir haben die Mumie erschossen. We just shot the mummy, not the sheriff. Or even the deputy. Oh Gott. Ah, das war aber noch... War noch passend. Oh, okay. It seems like the first level from the cemetery is the difficultest. Oh, there's a pumpkin. Oh, and there was a pumpkin. Mann, ich wollte eigentlich aufs Gymi. Ich wollte studieren. Ich durfte mit 14 nicht abtreiben, musste Mutter werden mit 15. Ja. Schönes Spiel, würdest du jetzt wieder sagen. Wir haben noch 15 Minuten, das schaffen wir nochmal. Die Hexe ist sehr geil, ja. Die kam auf ihrem Besen direkt straight from above. Und so schnell konnte ich gar nicht gucken, wie die Hexe da war. The witch caught me. She put me in a cauldron. So, easy peasy. First one. Hallo? Hallo? Okay, man kann, wenn man die Ölkanne aufgesammelt hat, kann man Öl nach unten abwerfen. Und dann kommen die Gegner hinter einem ins Rutschen. Wie ich das jetzt gemacht habe, weiß ich nicht. Ich glaube, einfach nur auf den Knopf gedrückt oder auf den Knopf und nach unten. Aber das ist zumindest dann auch schon mal wieder was. Aber das geht teilweise so schnell hier auch, dass man da gar keine Chance hat, irgendwie zu reagieren. Hallo, du sollst runter. Hallo. Na, dann so. Dann so. Da ist wieder ein Barrel. Oben lang. Unten. So, einmal runter. Hallo. So, genau. Und hier hoch. Hallo. Ja, und das war ein Doppeljump und auf das Fass drauf. Das war wieder klar, ne? Ich meine, es lief ja jetzt auch gerade so gut. Warum soll es dann auch so bleiben? Es hätte nur noch der eine, hätte es noch gebraucht. Only the one. Okay. We got the ram. Machen wir schon mal wieder die Ramme. Ich habe das Gefühl, dass der hier, der Stick irgendwie nicht so ganz nach unten will. Maybe two joysticks to repair. There we go.
oil barrels. Just remember not to jump when the barrels are near. The jackhammer, okay. Jackhammer is just going down. And oh. Ehrlich, wie soll man das schaffen? Hm? Wie? Da ist noch ein Pylon. Da haben wir noch einen verpasst. Du sollst runterspringen, danke. Dann haben wir die Ölkanne. Das müsste es jetzt aber auch gewesen sein. Nein, es ist immer noch nicht gewesen. Oh, wo fehlt mir denn jetzt noch was? Da. Aber jetzt. Jetzt! That's it. Just collect an O and an U. Where's the O? Where's the U? Don't see any O or U. There was an O. 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 U. Bonus. Just give me some food. Food, 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 food. Okay. And the dog. And we saved it. Again and again and again. Thanks for rescuing me. In my opinion, the first level is the longest here on the cemetery. Irgendwie habe ich das Gefühl, der erste Teil hier ist der längste. Und hinter ist das einfach nur noch so ein bisschen Gegner ausweichen in den anderen. Hier ist enorm viel Boden, den man da clearen muss. War klar, dass er da natürlich wieder nicht drauf springt. Oh, okay. First time we haven't died in this level. Oh, and the ghost. And the ghost. And the ghost. The ghost. And always miss one. Jump, just jump down. That was close. Bonus. Wrong jump. Let the ghost pass. Getting up. Uh-oh. Still one left. No. There we go. There we go. There we go. Back. Das war jetzt aber gerade sehr knapp. The witch. Which witch? This witch. Oh no. No! Das war wieder ein Doppeljump. Double jump. Ey, die Hexe verfolgt mich. Die ist irgendwie... Nein, das ist nicht lustig. Das ist gar nicht lustig.
Es ist nur so lange lustig, wie du das selber nicht spielen musst. Hast du das gesehen? Das war ganz knapp über meiner Rübe weg. Das war jetzt aber noch ein ganz schönes Hin und Her. Turn your head around. Turn and turn and turn. Looks like we are in the... Oh. The Pumpkins. Da war noch hier Frankensteins Monster. Hast du gesehen? Looks like Frankenstein. What the hell? Das war jetzt aber gut, dass der Kürbis da gerade nach oben gegangen ist. Okay, and we did it. And now there's slime. And there's a vampire, okay? It's the vampire. Uah, wieso dreht er sich jetzt um und eine Spinne kommt da oben auch noch? Junge! Und was uns halt nicht mehr gefällt, das gefällt uns halt nicht mehr. Fünf Minuten noch. Eine Runde machen wir noch. 5 minutes left for this game or otherwise one round. And then we are going to sexy Yolanda. A really calm game. Also Yolanda ist ein Spiel, das ist eigentlich sehr gechillt. Diese 150.000, die wird man ganz gut erreichen. We are able to reach the 150k points. Really easy in Yolanda. It's a really fair game. So we got the ram. And here we go. Da bin ich ja mal gespannt. Oh, das wäre so ein Spiel, da hätte ich dich ins kalte Wasser springen lassen, weil das ist eigentlich Anfänger geeignet, das Spiel. Da hätte ich dann auch mal gesagt, hier irgendwie, okay, mach mal. Vor allen Dingen, das hättet ihr so ihr von Frau zu Frau, weißt du, hättest du das dann auch wunderbar, hättest du das machen können. Ja, schon wieder einen übergelassen da hinten. Oh, yeah. Das war jetzt, da habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Heiland. Yes. Oh, jetzt kommt hier der Gargoyle wieder. Das kommt davon, wenn man zu sehr in einer Richtung rumpimmelt. So, aber das hat noch geklappt. Das sagst und machst du immer. Ja, yes, but this time, this game is really easy. It's really an easy game for people who are that into game, into retro gaming and stuff, you know, and du wirst nicht abgelenkt von diesem wunderschönen Frauenkörper, den du da auch spielst. Als Mann ist es dann schwierig, als Frau hast du da wirklich keine Probleme. Du sollst da runter. Oh, da habe ich schon wieder zu viel rumgepimmelt. Irgendwie muss ich meine Wege hier noch ein bisschen koordinieren.
So the oil barrels, and then turn around. Make some bolts. There's a jackhammer. Jackhammer geht eine Etage gleich tiefer. Da musste ich jetzt mal gerade abhauen. Ich nämlich keine Ahnung hatte, ob die... ob ich die überspringen konnte, die Oil Barrels. I wasn't sure if I'm able to jump over the Oil Barrels. And there's still one missing. Ja, das war wieder klar. Ich habe wieder zu viel rumgepimmelt hier. Und das war klar. Also mitten drin. Irgendwie muss man die Wege hier noch um einiges besser drauf kriegen. Sonst, fuck. Wo muss man denn hier lang? Timing ist alles. So, was haben wir jetzt hier? Irgendwie haben wir ein T eingesammelt, sehe ich gerade. Das steht da über Bonus. Unten steht jetzt Botus. Ach, das könnte vielleicht extra sein. Vielleicht gibt es da sogar noch ein E und ein X und ein R und ein A. Aber gesehen habe ich das jetzt hier noch nicht. Aber das sieht nach extra Bonus aus. Irgendwie so habe ich das Gefühl. Aber wenigstens haben wir das Hündchen wieder gerettet. Guck mal, er freut sich doch wieder. The dog is happy. The wife is happy. So men are happy too. And the cemetery. Ja, und direkt reingesprungen. Müssen wir direkt alle. Das muss ich mir gleich durchlesen. Das ist jetzt gerade hier ein bisschen. Ich muss gerade ein bisschen Fokus machen. Bonus. Und vielleicht auch nicht in die Gegner reinspringen. Du musst immer direkt alle clearen und nicht irgendwas stehen lassen. Ja, das ist ein ganz netter Klugscheißer-Hinweis. Das ist jetzt eine Retourkutsche für meine Klugscheißer-Hinweise, die ich dir immer gebe, ne? Oieiei. The Ghost. Wäre ich da jetzt unten geblieben, wäre der Geist gar nicht angekommen. Er über mich drüber. Hallo? Sowas, ne? Genau. Diesen einen immer noch übrig lassen, ne? Just keep one left. So you have to get to this platform again to clear it. Klar, warum auch nicht? Hat ja sonst nichts zu tun, ne? Ja, genau. Rache ist Schnittlauch, ne? Ich weiß. Da ist die Hexe. Ich glaube, ich habe die Hexe abgeschossen. I'm not sure if I killed the witch, but now the witch killed me. Again, not that far as the last time. Three minutes of car whooping. Maybe
33 minutes. Too much. Möchtest du das Spiel auch nochmal spielen, wenn wir mal wieder hier sind? Ja, ne? Ich glaube, du wolltest das ja sowieso das eine Mal spielen. Dann wird in die C64-Version Night Night gespielt, ne? Ich lasse dich das auch nochmal spielen und dann gucken wir mal, ob ich dir dann mal so ein paar Klugscheißer-Ratschläge zwischendurch geben kann. Okay, let's get into Yolanda. Reach 150k, also 150.000. Das machst du ja immer, mein Schatz. Natürlich mache ich das immer. Ich möchte dir ja auch wertvolle Tipps geben. Das ist ja die Lebenserfahrung und Spielerfahrung, die ich habe. Und an der möchte ich dich ja teilhaben lassen. Yolanda, there it is. I want you to take part, be part of my experience, my gaming and life experience. You know? Unlimited lives? No. And stop the game. Angels. Angels hatten eine Kooperation mit Def Jam damals. Angels and Def Jam. Ist da irgendwas aus Germany? Ja. Skyfox BBS, Rain in Blood, ist auch aus Germany. One from the UK, World Trade Center, UK. Good old times. Das habe ich ja auch nur gemacht. Natürlich, du hast mich an deiner Erfahrung teilhaben lassen, ne? Okay, weil du auch immer so Sachen übergelassen hast in Kavup. Ich weiß ja nicht. Aber ich muss mal gerade den Text ändern, damit man auch sehen kann, was ich gerade spiele. Das habe ich nämlich gestern mal eben so noch eingerichtet. Jetzt spielen wir Yolanda. Guck mal, findest du sie nicht unheimlich sexy? Isn't that a sexy girl? Isn't that a sexy girl? Look at her. She's got a metal bra. Sie hat einen Metallbüstenhalter. Ist die nicht toll? Ich habe Ratschläge. Ach so. Du hast meine Sachen hast du wiederholt, praktisch. Also du gespiegelt, sagst du. Ah, das ist sogar eine Prinzessin. Beautiful Princess Yolanda has offended the goddess Hera. Jealous of Yolanda's princess. Powers, da war ich glaube ich in einer Zeile daneben. Millennium. So. There it is. The crab has got its tongue out. I guess he wants to lick Yolanda. Wir gehen mal rein. Wir haben den Wimp-Mode, wenn man nach oben macht. Wir haben den Hero-Mode oder wir haben den Legend-Mode. Wimp, Hero, Legend. If you push up, press fire or pull down. Are we a wimp? Maybe we are pressing fire and... Nach einer Prinzessin sieht die nicht aus. No, she doesn't look like a princess. No, she's more like a trans. Sie sieht eher aus wie eine Transe. Ja, ich glaube, I think I'm going to press fire for the hero mode, because I don't want you to call me a wimp. Okay. Moin Daniel. Hello Daniel. We are playing a game with a beautiful princess. Yolanda. Okay, you're getting into the game and die directly. Das war bestimmt jetzt nur so ein, Guck mal, jetzt wusste ich nämlich, dass das Ding da kommt. Und jetzt bin ich trotzdem gestorben. Wieso bin ich denn jetzt gestorben? Jetzt bin ich schon wieder gestorben. Oder eine vom Wrestling, ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich sterbe jetzt hier gerade immer irgendwie. I'm dying.
without doing anything. Okay. Yolanda has died. Yolanda dies a sad death. Yolanda hat, ist einen traurigen Tod gestorben. Ich bin nah dran an den 150.000. I'm really near the 150k. I got 0 points. Ich habe 0 Punkte. Also dann war das auf mich jedenfalls nicht das Spiel, was ich früher gespielt habe. Wasn't the game I used to play in my youth as a kid back in the days. Then it was She Fox or Wixen and not Yolanda. Let's try it again. There we go. The beautiful princess. Und schon wieder tot. Okay, man startet auch immer irgendwie auf anderen. Okay. Bin ich jetzt tot? Ich habe wieder 0 Punkte. Let's get to the Wimp Mode for training purposes. Lass uns mal in den Wimp Modus gehen. Und mal gucken, was. Man stirbt im Wimp Modus aber genauso schnell. So. Ich bin jetzt im richtigen Moment gesprungen. I just jumped at the right time. And now I'm just hanging there. Below me is fire. And I can't climb anywhere else. Oh. Okay. Für ein Spiel, bitteschön. Das ist Trying by Dying. Uri Geller the Game. Ja. Das ist, und ich habe immer noch 0 Punkte. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie man da Punkte machen kann. Ich meine, ich habe ja jetzt ein paar Plattformen erreicht. I used to reach some platforms and still got no points. So, where to get those 150k? I've got no fucking idea. Let's get into the Wimp Mode again. And die on the double. Okay. Also hier muss man raten, wo die Plattformen erscheinen. You have to guess where the platforms will appear. Oops. Das ist nicht schön, das Spiel. Das ist nicht schön.
Ja. Und schon wieder gebrutzelt. Und wieder 0 Punkte. Again, 0 Points. Man startet nicht mal immer im selben Level. Also. Denk an den Blutdruck, ja. My blood pressure is raising high like the ceiling. What the hell? Ich denke mir jetzt wirklich mal, wenn man früher als Kind sein Taschengeld für so ein Spiel gespart hat, weil man über die Zeitschriften so angefixt war, ne? Oh, toll und sowas, Plattformspiel und so, ne? Du hast dich so auf das Spiel mit Yolanda gefreut. Ja, ich sag ja, und überlegt euch mal wirklich, man hat früher nicht viel Taschengeld gehabt. You hadn't had much pocket money as a kid back in the days and you saw this game in a magazine. Ihr habt das Spiel in einer Zeitschrift gesehen and you were yearning for it. Ihr habt euch danach gesehen. Ihr wolltet das Spiel haben oder habt es zu Weihnachten gekriegt. Got it as a Christmas present or bought it from your own pocket money and started the game and then died instantly and you sit there and say, oh. And you weren't able to change the game. Man war ja auch nicht in der Lage, diese Spiele wieder zu, umzutauschen. Also wenn die einmal geöffnet waren, hätte es auch sein können, dass man die kopiert. Und dann war es dann halt so. Ne? Geöffnete Spiele konnte man damals nicht umtauschen. So, ich glaube, ich hätte das Ding genommen und, weiß ich, wäre darauf rumgetrampelt. Aber wir sind ja nun mal eben hier in einer Challenge. We are in a challenge and we won't give up. So let's have a look. And it's always... Always interesting where you start your game. So, am I allowed to jump down here? No. Man landet auf der Plattform und ist tot. Da landet man drauf und verbrennt. Man sieht die Verzweiflung in deinem Gesicht. Das ist keine Verzweiflung, das ist pure Freude. Und dann greift sie nicht mal nach diesem schönen Seil da oben. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich jetzt hier runter kann. Okay, es scheint so zu sein, dass ganz hinten in der Ecke, das eine Ding, diese Plattform, da kann man wahrscheinlich runter. Tapsi freut sich. Weißt du was? Du kannst das auch mal spielen, mein Schatz. Du kannst das auch mal spielen. Also werden wir jetzt hier wahrscheinlich ganz rüber müssen. Guck mal, was die hier springen kann. Was sie hüpfen kann. Okay, guck mal, da ist jetzt eine neue Plattform gelandet. Wenn ich jetzt hier runter gehe... Oh, guck mal. Oh, guck mal. Ja, und wie geht's jetzt weiter? Ja, toll. Und da stirbt man. Hä? Und dann hat sie das Seil wieder nicht genommen. Und es sind immer noch 0 Punkte. Also ich meine, ich habe doch jetzt schon einiges freigelegt. I used to clear and let some of the passes appear. Why don't I get points for this? Ich lache aber darüber, dass du sagst, es sei pure Freude in deinem Gesicht geht. Das ist es, wirklich. Ich muss dir das Spiel ja schmackhaft machen. It's my job to make this game for you attractive to play it. Like I have to make myself for you attractive to play on me, at me and with me. Es wundert mich gar nicht, dass diese gesamte Highscore-Liste leer ist. It's no wonder the whole Highscore-Table is empty and there aren't any points in there. Fuck, there are spiders. Okay, now we have to decide which side. There's a crab with a tongue.
A lick crap. Licking crap. Okay. Der Seite verbrennt man. Und sie hat sich ihren Kopf gestoßen. Wie spät ist das eigentlich? Ach, schon 3 Uhr? Mensch, war schon überlegen, ob ich vielleicht den Stream schon beenden soll. Wenn das Ding da anfängt zu brennen. Gut, die eine verschwindet, die andere brennt. Dann die andere Seite. Die verschwindet und brennt. Dann bleibt ja letzten Endes nur eine Möglichkeit. There's only one chance to clear this level, to let you fall down where the crab is and jump over to the rope. Also eigentlich bleibt einem dann ja nur jetzt die Möglichkeit, man lässt sich hier runterfallen, wenn dieses blöde Vieh da nicht ist, und greift nach dem Seil. Okay, das war jetzt noch nicht das richtige Timing, aber... Ah, hier das wieder. Okay. Und sie greift schon wieder nicht nach dem Seil. Jetzt aber. Dann soll sie weniger Gleitgel benutzen, dann hat sie auch nicht so rutschige Finger. Das Seil nicht gepasst. Also, als wenn sie es jetzt mit Absicht gemacht hätte. Es war jetzt gerade, als wenn sie mich ärgern wollte. So, und hier war es ja gerade so, dass wir ab so einem bestimmten Punkt runtergefallen sind auf diese eine Plattform und da ging ja gar nichts mehr. Wenn ich jetzt hier springe... Nee, aber man kann in die andere Richtung springen. Es wäre... Vielleicht schaffen wir jetzt wenigstens diesen einen Bildschirm. Wir hüpfen jetzt hier rüber. Jump over and over and over. So, passt mal auf, Leute. Jetzt. Ich lasse mich jetzt hier runterfallen und springe gleich in Richtung Türe. Wie gesagt. So. Wir trinken jetzt einen Schluck. Just drinking. Atmen aus. Take a deep breath. Say fuck. And now let's clear the stage. Jetzt aber. Zero points. Hey, wo soll man denn da hinspringen?
Das da hinten, das sieht aus, was da hängt, wie zwei riesige Klöten. Ach, das ist, da ist die Türe, okay. Und da muss man jetzt irgendwie rüber, okay. Man hat auch nicht mal eine Minute Zeit, sich mal hier gerade zu überlegen, wo man auch hinspringen will. Your score was zero. High score table still empty. Ich weiß auch gar nicht, wie viele einzelne Bildschirme es hier gibt. I don't know how many screens are in this game. Die Freude in deinem Gesicht wird immer sichtbarer. Yeah. I just like this game and you can read it from my face. It's just pure happiness. Pepsi, das ist ein Spiel, was du auch mal spielen darfst. Hier war das ja mit dem, mit der fast schon Leiter am Ende. Wow, I reached the door. Ich habe Punkte gekriegt. Ja. Und ich bin verbrannt. Eben nein, aber vielen Dank für das verlockende Angebot. Da hast du gar keine andere Chance. Du wirst da durch müssen. Please enter your name. Your score is 5215. Ich bin fast dran an der 150.000. Guckt euch das mal an. Und ich bin auf Platz 1 in der Highscore-Liste im Spiel. Was auch gar nicht schwierig ist, weil da gar keine drin sind, weil das nie jemand spielt, dieses Spiel. Ja. Aber hey, das motiviert doch. Danke für die Tröten. Das Spiel motiviert doch. Guck mal jetzt. Ach so, jetzt war das wieder hier, wo wir nicht genau... Ach so, wo man sich wahrscheinlich runterfallen lassen muss bei dieser Krabbe. Das war wieder falsch, der Moment. Jetzt
Timing ist jetzt hier wieder alles. Also, was mal, wenn die jetzt genau da angeht? Nein, das geht auch nicht. Also, ich habe gewartet, bis sie ganz am Ende ist. Jetzt warte ich mal, bis sie auf dem Weg ist. Das war schon nicht schlecht. Also ich glaube, ich bin nah dran. Also geht's nicht. Wenn sie einen Doppelsprung macht, geht's natürlich nicht. So, sie war jetzt auf dem Weg. Nein, das war auch nicht richtig. Man muss noch mitbedenken, dass sie ein Stückchen braucht, bis sie von dem Seil runter ist. Ja. Toll. Was haben wir jetzt? Herkules. Ah, oh, das war... die hat man noch gar nicht. Toll. Und jetzt? Ich glaube, ich muss über die Fledermaus drüber springen, habe da nur ein ganz kleines Stückchen Plattform. Ah, das so geht's nicht. Hallo? Geht überhaupt nicht. Dann muss ich da lang. Und da brennt's auch. Ich glaube, bei euch brennt's wohl. Die Plattform darüber hat mehr Platz in der Höhe. Ja, das ist richtig. Man muss erst hier lang. Dann da an dieses Seil und besser keinen Doppelsprung machen. Das ist, the fifth labor was to cleanse one day the stables of the king of Elis. Jetzt ist mal wieder im Stall. Ach, das hier waren wir schon mal. Da bin ich ja auch immer an diesen heißen Trocken gestorben. Ach. Ja. So. Jetzt fällt der Stein. Und jetzt? Sind die da so runter? Ne. Okay, das geht auch nicht. Man auf den Stein drauf? Nein. Man kann den Stein auch nicht als Elevator benutzen, das funktioniert schon mal nicht. Oder doch? Nein. Dieses Spiel ist so unmöglich. This game is so... wieder unser Krabbenjump. Und wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Aber jetzt muss ich mich natürlich auch beeilen. Ja, toll. Und wenn man in diese Richtung rennt, dann kommt man an die Liane nicht heran. Hallo, greif sie. Hm. Und ich wette mal, dass ich da nicht dran komme. Ich muss bestimmt hier... Nein, auch nicht lang. Hm. Wo springst du hin, bitteschön? Stiftung Handytest empfiehlt das Game 9 von 10 Punkten im Nervenverlust.
Definitiv. Hey, aber ich habe eine Highscore. 3020 Punkte. Bin etwas besser als vorher. Nein. Etwas schlechter als vorher. Also sind auf jeden Fall schon über 10 Räume. Laut den Beschreibungen. Das ist die 10. Prüfung. Nein, jetzt fällt er da runter und macht keinen Sprung. Der schnauft sogar, ja. Wie dieser Stier, der da teilweise auch gezeigt wird. Der schnauft ja auch. Hier muss man jetzt warten. Fuck you, ey. Ganz oben nochmal gesprungen. So hatte ich das eigentlich geplant gehabt. So. So habe ich es nicht geplant. Now we need to crap away. Also ich glaube, dann kann man besser Top Banana spielen, ganz ehrlich. In that case you are able to beat the game Top Banana first. Mal, wie diese Steine da über das Loch einfach drüber rollen. Na toll. Und jetzt wird der Boden ist Lava. Hast du sogar noch eine Begrenzung in der Zeit, wie du da oben diese Plattform erreichen darfst? Das ist nicht schön. Das ist nicht fair. Ich würde sagen, wir machen mal noch eine Runde. Yolanda, dieses super tolle AAA-Spiel. One round of Yolanda, AAA-Title. Und danach gucken wir mal, was wir da noch in der Liste haben. Then we are going to another game, which is maybe a little bit harder than this, because this game is not a challenge for me. Dieses Spiel ist keine Challenge für mich. Das ist viel zu leicht und ich mache da so diese Anfängerfehler halt, ne, weil das unterfordert mich, das Spiel. Und deswegen gucken wir gleich mal, was es da noch für ein anderes Spiel gibt. Irgendwie sieht diese Krabbe da vorne wirklich aus, als wenn die mit der Zunge etwas vorhat, wenn diese Frau daneben steht. Also ich vermute das mal nur für einen Freund. Also ich glaube, der Weg hier war schon mal gar nicht schlecht. Der Weg ist nicht schlecht, die Umsetzung ist scheiße. Ja, sehe ich auch. Viel zu einfach für dich. Bitte mach etwas, das sich mehr fordert. Daniel, du kennst das, ja. Das ist so... mit den... falschen Raid-Teilnehmern, die alle genau das tun, was man sagt im Raid. Wenn es dann zu einfach wird, dann wird es doof. Dann macht der Raid ja keinen Spaß mehr, wenn man nicht die Herausforderung hat, dass die Leute immer wieder irgendwo runterspringen von irgendeiner Brücke, runterfallen und die Hälfte dann tot ist und so.
Das ist ja dann keine Herausforderung. Und diese Steuerung hier, die ist halt auch keine Herausforderung. Die macht einen einfach nur ein bisschen müde. Ja, ich glaube... Ich glaube, Yolanda technisch lassen wir es mal. We just call it a Yolanda Day and send her back to the gods of ancient Greek. Wir schicken sie zurück, wo sie hingehört, in den Olymp. Wir schauen mal, was in der Liste noch so drin ist. Amiga April List. Poki hat jetzt jeder schon irgendwo gespielt. Top Banana bin ich heute irgendwie. Ich habe heute keine Lust auf Früchte. Golden Eggs müsste man eigentlich zu zweit spielen. Das wäre ein Spiel gewesen für Tapsi und mich. A game for Tapsi and me. If we have, we would have time together to play Golden Eggs Battle Squadron Chaos Engine. We used to play Chaos Engine together for the Amiga Germany Challenge, Point Challenge. Ang. Ist auch in der Liste drin, Tapsi. Das hätten wir auch zusammen spielen können. Tear Away Thomas. Get a high score. No point milking. I have no fucking clue what Tear Away Thomas ist. Golden Axe habe ich früher immer gesuchtet. Ja, das gab es auch als Arcade-Version. Und dann auch dem C64, Amiga und später halt auch für diverse andere wie Nintendo und sowas. Also auch auf dem PC hat es das, glaube ich, auch gegeben. Aber es ist eine Arcade-Conversion. Golden Axe ist eine Arcade-Conversion. Wir werden mal Tear Away Thomas probieren. Das müsste ich eigentlich haben, aber ich weiß nicht, was das ist. Siehste? Von daher müsstest du dich jetzt ja auch eigentlich heimisch fühlen hier, ne? Normally you would feel yourself at home when seeing those old games. Let's have a look. If I've got Tear Away Thomas. There it is. Global Software. And the challenge is to get a high score without point milking. Genau. Get a high score, no point milking. That's okay. So, what about... Open exit. In-game keys off. Das wollen wir ja eben nicht. Genau, also we are not using a trainer. We wanna do it the hard way. Fairlight. The Guise of Fairlight. Tear Away Thomas. Head on Technologies Limited. Never heard. Und ich weiß auch nicht, worum es in diesem Spiel geht. Enter Code from your Code Sheet. X03. Was? Ah, okay. Whatever. Ich gucke dich mega gerne und das ist kein Geschleime. Ja, du wartest ja nur darauf, dass ich mich mal im Stream ausziehe. Ich weiß doch, dass du das möchtest. Dass ich mal Strip-Poker spiele und muss mich selber hier ausziehen. Oh! Oh! Oh, das ist ein schnelles Spiel. Das sieht ein bisschen aus wie Sonic the Hedgehog. Oh, ist das schnell. Ist das fast. Oh, fuck. Das ist ein Blutdruckspiel, glaube ich. It's a Blood Pressure Game. The screen is okay. Sound-wise, it looks okay. Not too loud. Maybe we can give it a little bit more bump. Yeah, okay. Diese Sonic the Hedgehog-Spiele habe ich nie gerne gespielt, weil das mir persönlich einfach zu schnell war. Seht ihr das da? Du bist da nur am Rennen. Sonic the Hedgehog wasn't my type of game, because it's so fucking fast. Fast-paced gaming. Look at this.
Ich glaube, da habe ich mir ganz schön was mit angetan. Okay, wir probieren es mal. Press fire to play. And let's change the title. So everyone in the VOD or in the stream is able to see what I'm playing right now. Let's make a line break. Yeah, that's better. So it's the title is just in my hair. Okay, yeah. Visible. And it looks like Tapsi is already sleeping. She's so quiet right now. Good luck. Fast things first. Yeah. Ich schlafe nicht. Okay, Tapsi isn't sleeping. This would be the type of game you like. Das wäre jetzt mal so ein Spiel, was du sicherlich magst, weil das sehr langsam ist. Guck dir das mal an hier. Alte Scheiße, ey. Bei wirklich, Alter. Und dann sagt er noch, hurry up, weißt du? Dann soll man sich hier noch beeilen. Ich weiß, muss man alle Diamanten aufsammeln oder muss man nur das Ende erreichen? Keine Ahnung. Weil ich habe da oben noch einen liegen lassen. Hallo? Complete. Okay, man braucht nicht alle einsammeln. You don't need to collect all the gems. Remaining one. Ja, das war der eine, den ich habe liegen lassen. That was the one I left behind. But this game is so fucking fast. This way. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ah, und da habe ich welche verpasst. Was ist das da? Okay. Boy. So, auf den Kopf springen kann man den wohl. You can land on their heads, so you don't die. No. You can't land on the heads. Sah gerade so aus, als wäre das möglich. Just look like at it. Hurry up. Ja, hurry up. Darf ich mich hier erstmal zurechtfinden? Hurry up. Time up. Okay. I just were about to find my way. Number 3, the Lodge. Jetzt werden diese Ötchen auch noch schneller. The birds are getting faster too. Oh, it looks like I found the secret. And this is Tweety. And Tweety is angry. And I'm always falling down. Yeah. Don't let me respawn in an enemy. God damn. Hurry up. Ja, hurry up ist gut. Thank you.
My conclusion, this game is for people who like heart attacks. Also das Spiel ist wirklich für Leute, die gerne mal so einem Herzinfarkt sterben möchten. Das ist so, so wie der da jetzt rumflitzt, so muss man das Spiel wahrscheinlich spielen, sonst kommt man in der Zeit gar nicht zum Exit. Tapsi, Daniel, ist das was für euch? Wollen wir das mal zusammenspielen? Du passt. Okay. Oder für welche, die einen zu niedrigen Blutdruck haben. Das kann natürlich auch sein. Weil du hast ja kein Problem mit Blutdruck. You haven't got any problems with your blood pressure. Maybe it's a game for you. Und manchmal bist du ja auch so ein bisschen hibbelig. Vielleicht ist das ja genau das Richtige für dich. Vielleicht punktest du ja in diesem Spiel. Wenn ich das schon sehe, dieses Gehampel hier, ne? Ja, super. Da stößt er sich wieder in den Kopf. Und da stößt er sich wieder. Was ist mal an, dieses Gewusel? Bestimmt, ja. Wir sollten zumindest niemals in der Amiga Germany Gruppe das Spiel vorschlagen und posten. Ich glaube, damit würden wir uns keinen Gefallen tun. Das war jetzt aber mal, das sah fast aus, als wenn ich es könnte, ne? Ja. Passt. Ich sag ja fast. Fast. Wieso ist der Exit jetzt zu? Ach so, man muss eine bestimmte Anzahl Gems zumindest aufgesammelt haben. Es ist aber besser als Yolanda. It's better than Yolanda. Yes, of course. It's faster than Yolanda, it's a little bit fairer than Yolanda, and she's not a female hero, so I would have guessed you like it more. Ich habe mir schon fast gedacht, dass du das lieber magst, weil ich jetzt nicht mit einer halbnackten Frau spiele. Fehlen mir jetzt noch welche. Super. Exit open, da steht's. Oh. Oh. Oh, Tapsi, du weißt ja, dass das nicht ernst ist. Stage 4. This way. Let me get some gems first. This way. Ne, da hoch? Kann man aber gar nicht hoch. Doch, er klettert. Okay. Oh, du solltest doch darüber springen. Mann. Soll man sich denn an diesem Seil da lang hangeln, wenn da noch ein Vogel ist? So, jetzt einmal. Okay.
Ja, toll. Jetzt ist der Exit nicht offen. Jetzt kommen wir wieder ein ganzes Stück zurück, um hier wieder irgendwelche Gems zu finden. Alter. Ist das deren Ernst? Immer noch nicht offen. Jetzt ist er offen. Toll. Nee, wo war der nochmal? Ja. Fruit them up. 30 seconds to get lots of points. Okay. Ah, okay, das ist jetzt hier ein Bonus-Level. Das ist so wie bei Kava. Just the bonus to collect as much points as possible. Bonus Stage complete. Naja, so ein bisschen Punkte haben wir jetzt ja eingeheimst. Stage 5. Famous 5. Required 45. On level 55. 60 seconds. Okay. Wenn wir sowas sagen, das ist schon immer nicht so. Das setzt einen zusätzlich unter Druck. You're under pressure. Under pressure. Nehme ich nicht mal vorwarnen, dass da so ein fucking Teddybär ist? Wie kommt man denn da hoch? So über das Schild, guck. Da will man an diesen blöden Gem und dann kommt natürlich genau in dem Moment ein Ötchen. Ja, nette Spiele, Retro Demurgy und Jake, habt ihr euch da ausgesucht. Nice collection of challenge games, ja. Another try? Another try. Still in Woodland. We haven't reached the next world yet. Ich wollte noch an die da oben dran. Diesmal habe ich alle. Zero Gems remaining. Collected 35. Das heißt aber nicht, dass mir das Spiel jetzt besser gefällt als vorher. Lassen liegen. Lassen liegen. Hier waren noch jetzt irgendwo die Bären. Ich sag ja, hier waren doch irgendwo die Bären.
Das sah jetzt fast so aus, als könnte ich. It looked like as I'm able to play this game. And just it's my game, but it's not. Believe me, it's not. 40 muss man einsammeln. 40 gems to collect. Es war klar, dass ich ihn dann nochmal erwische. Es sah aus, als wenn er gerade so einen gelben Gem ausgeschissen hätte, das Tweety da. Hurry up. Ja, ich bin ja schon dabei, Alter. Time up. Es wären noch 3 Sprünge gewesen. 3 jumps left to reach the exit. But now, only 1 life left. This way and... Ach ja, genau, das war das hier mit dem Seil. Und hier musste man auch schon recht viele von den Dingern einsammeln. Da musste ich, glaube ich, vorhin einmal zurücklatschen. Weil ich die nämlich alle nicht gekriegt hatte, alle eingesammelt hatte. Ich glaube, ich habe einen Wurm platt getreten. Aber wenn ich doch auf eine Raupe trete, dann ist sie doch auch tot. Wurm platt gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das durfte. Keine Ahnung. Oder ob es extra Bonus gibt. Ach, da waren 2 Bären. Das ist doch gemein. Jetzt ist Time up. Wetten? Ja, und das habe ich mir fast gedacht. Time up und ich brauchte nur noch die 2 einsammeln. Ist aber runtergefallen. And still 25 gems remaining. No clue where to get those. Ah, Bonus Level. Ein Diamant, den will ich, yes. 2500 points for the diamond. Stage 5, 45 gems required. Ja, so klappt's natürlich nicht. Okay, you lose time if you hit those enemies. Die Challenge nochmal. What was the challenge again? Get TOA Thomas, where are you? Get a high score. Okay. Also überhaupt irgendeine High Score. Kommt denn da eine High Score Liste? Ist aber High Score Ranking? Ah, there. 50.000 Points. Der weht. Der Wetz hat gespielt. Okay. 50.000 Points. Get a high score to earn one of the
Amiga April Challenge Points. Oh, cleared this one. Perfect. You wanna earn the high score placement, you need to clear all the first levels. Missed one. Okay. Get away, angry bear. There's another one. Fuck. Okay, did not collect every gem, but at least some of them. Alter, da fallen immer noch viele raus. Das nervt einfach so dermaßen. Stößt sich auch grundsätzlich den Kopf. Also das... fein. Das ist echt nicht fein, das Spiel, wirklich. Das war wieder der mit dem 45, 45 required. So better get them going. Hallo. Das ist so eine Rotze. Da ist ein Wurm. Ich glaube, den durfte man nicht töten. Jetzt bin ich wieder drauf gesprungen. Schon wieder hurry up, wirklich, also Leute. At least we are out of this level. Das war wieder Fruiter. Oh, the big diamond. Diamonds are our girl's best friend. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon, ne? Was haben wir jetzt?
32.000, 32.000 Points. And only one live left. Du solltest dieses WE einfach nur chillen. Wolltest dieses WE nur chillen. Ja, also, ich dachte ja auch, das wird eher so ein gemächliches Spiel. I hadn't had an idea about this game is so fucking terrible fast. Das war jetzt aber knapp. That was mighty close. Did not collect all the gems, but first time I reached this level. Rope and Glory, okay. Besser ein Glory Rope als ein Glory Hole. Hallo, was ist da dran? Das ist voll. Das sind voll unsere Spiele, Tapsi. Das ist so voll unsers. Hallo. I'm just curious. Let's have a look about the rating of this game on Lemon Amiga. Let us have a look. I'm just curious. Tear Away Thomas. 6.91. 6.91. Very fast and playable and addictive, colorful, collect them up. Playable. One review is really playable and addictive. Yeah, no. That's always good ratings. 74% in an Amiga magazine. Jump and fun. Okay. Handhabung. The way you are able to control the game. 72%. Not in my opinion. It's too fast, it's too slick and slippery. No. I don't like this game. Thanks, no. Es gefällt mir nicht. Das halt nicht mehr gefällt, das gefällt uns halt nicht mehr. Ich würde sagen, wir machen noch ein Spiel aus der Challenge. Wir sind jetzt 2 Stunden unterwegs, das ist auch eine ganz gute Zeit. Ich gucke mal gerade in die Liste, was wir hier noch so Schönes drin haben, als da wäre. Alien Breed brauchen wir nicht machen. Toki ist mit dem Äffchen auch nicht so leicht. Ich glaube, wir machen mal Toki. Wir gehen mal, das haben jetzt auch alle schon so ein bisschen gezockt. Und lasst uns das auch einfach mal spielen. Wir gehen mal in Toki rein. Toki ist Beat the Game Without Using Any Continues.
Okay. Also ich denke mal, man wird 3 Continues haben. I guess you've got 3 Continues or 5 like in other shoot 'em up, beat 'em up games, and you are not allowed to use a Continue, just your 3 or 5 lives you've got. Lives you've got. Yeah. So just get out of tear away, Thomas. And have a look for Boki. Getting into T. Toki. Jetzt ist schon wieder eins von den Schaumstoffpanelen von der Wand gekommen. Das habe ich noch nicht festgenagelt gehabt. Also irgendwie hält dieser blöde Kleber da gar nicht dran. Ja. Und starten. Ist gleich 4 Uhr. Nearly 4 o'clock at my place. Unlimited lives, unlimited time, no collision. Start level and we are not going into cheating, not even for training this game. So, I haven't played this game back in the days. Ich habe das früher als Kind nie gespielt, hatte ich nicht. Das ist 1990, da war ich dann auch schon nicht mehr zu Hause. I haven't been at home in the early 90s. Story is you are a human, but you are transformed into a monkey by this evil wizard who stole your girlie. And if you have a look, da war ich 10, ja, da bin ich gerade dann war ich, da war ich 16, 17, da bin ich dann gerade von zu Hause dann auch weg. Wenn ihr so ein bisschen da drauf geachtet habt gerade, diese Frau ist ja von dieser großen, bösen Hand weggezogen worden und da gab es einen Nippelblitzer. Man konnte den Nippel von der Frau sehen, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich bin nicht untervögelt, ich kann es euch sagen. Also, ich meine, ich hätte das gerade gesehen. Und das Intro nochmal. Just want to see the intro again. No? No. Are we able to make a pause? Yes. Auf was du so alles achtest. Ja, das fällt mir immer sofort auf. So, ich muss das Bild mal gerade ein ganz kleines bisschen einstellen, liebe Leute. Ist doch ein bisschen wenig. So, ich glaube, das ist so, kommt es ein bisschen besser rüber. Ja, genau. Also man spielt dieses Äffchen, man kann schießen. Der kann auch wohl in alle Richtungen schießen, den Kopf nach oben neigen oder zumindest schräg nach oben neigen. Das war klar, dass dir das wieder auffällt. Für mich ist das ein schielender Mensch. Also für mich als schielender Mensch passt das. Ja. Trotzdem, das ist irgendwie, wenn das so gestretched ist oder so, dann oder zu sehr gestaucht, dann ist das doof. Deswegen ziehe ich das lieber so ein bisschen auseinander. Tapsi mag das, wenn ich das dann so ein bisschen auseinanderziehe. Genau, und wir müssen hier noch gerade einmal eintragen in den Stream Game Title, dass wir jetzt gerade bei Toki unterwegs sind. Sonst denken die Leute, dass dieses Spiel Tear Away Thomas ist und
finden das dann völlig kacke, dieses Spiel. Obwohl das Toki eigentlich ganz gut sein soll. Also die meisten haben es schon gespielt jetzt in der Challenge. Most people used to play this in the Challenge. Einige haben sogar durchgespielt. Some of those guys played through Toki. Excuse me. I don't know about the difficulty level. Ich weiß nicht, wie heftig das Spiel sein wird. Keine Ahnung. Okay, also er kann, wenn man den Feuerknopf gedrückt hält, kann er in alle möglichen Richtungen schießen. Man hat 4 Minuten für das erste Level. Ich kann mich erstmal so ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Er hüpft, wenn man den Stick nach oben macht. You're jumping when you push the joystick upwards. Okay, and you are able to collect some coins. Don't know for what. Okay, you get bonus weapons. Oh, there's another bonus weapon. Stay here. Oh, double fire. That's great. Hopefully. And those spikes explode when you shoot them. Okay, there were some spikes down there and oh, I jumped into the spiky ball. So there are spikes down the elevator. You have to get the helmet and jump up again. Okay. Okay, double jump of some sort. Ooh, okay. You gotta learn the way and the pattern. This is strange. Okay, touched the guy. What is this all about? To shoot downwards, and there is a blue slimer throwing a spear from above. Okay, this game is somewhat a little bit better to play, but you need to learn where the enemies spawn and the pattern. Oh, now if we going back to the main menu, just see the nipple blitzer. And I just corrected the screen a little bit more.
You see the Nippelblitzer sehr. Na, habt ihr drauf geachtet? Man konnte es erkennen. Man konnte es tatsächlich erkennen. Vielleicht mache ich einen Screenshot davon. Dann macht das noch ein bisschen größer, dann könnt ihr das noch besser erkennen. Lautstärke okay. Das kann sogar noch ein bisschen mehr Power geben. Es wirkt sehr leise, das Spiel. Ja, so können wir es machen. Jetzt habe ich auf den Chat geguckt. Also du hast es gesehen, sagst du, Tapsi. Sagt sie. Manchmal schießt er nicht diagonal nach unten. Das wundert mich ein bisschen. Wenn man den Helm hat, kann man vom Gegner nicht getroffen werden. Habe ich mich wohl verdacht. Die sind schon witzig. Ach, und da kam wieder dieses Vieh da unten raus. Ach so, er kann nur schräg runterschießen, wenn man auf einer Diagonalen läuft. Und den hatte ich mir ja vorhin auch eigentlich merken wollen. Eigentlich. Anständig, ich habe es nicht gesehen. Okay. Ja. Das war so ein Eyecatcher, weißt du? So, was hier auf Ende gehen. Ja. Ja, das Spiel ist auch sehr. Dann sagen wir mal so, ich bin froh, dass ich es früher nicht gespielt habe. Da ist der Nippelblitzer wieder. Guckt es euch an, seht es doch mal. Wahrscheinlich warst du gerade auf dem Klo. Ja, wahrscheinlich. So, Flex steht es, ja. Die hat aber auch nur einen Fetzen an. Also das ist ja eigentlich nichts. Thank you.
Das war jetzt aber wieder knapp. Hätte man ja schon wieder wissen können, dass dieses blöde Vieh da spawnt, ne? Das sieht jetzt schon mal wieder ein ganz kleines bisschen besser aus als vorher. So, da unten weiß ich ja, jetzt kommt dieser Kopf raus. Zack, da springt man jetzt drüber. Seht da? Und hier muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil dann dieser kommt. Genau. Und jetzt kommt da oben dieser blaue Slimer. Und da hinten noch die Spinne, die auch so ein bisschen rumschießt. Die ist jetzt auch weg. Schon mal etwas. So, jetzt kommt ja auch wieder so ein hier, ja, so ein, und der hilft einem, dass man da oben dran kommt, wenn man auf den drauf springt. Aber da muss man natürlich erstmal auf den drauf springen. Will man ja dran. Das heißt, man muss jetzt springen und da oben dran und dann kann man den auch noch eigentlich auch erwischen. Das war jetzt Glück, dass ich in dem Moment gerade auf den Knopf gedrückt habe, weil das waren nämlich zwei, der wäre mir voll in die Gusche gelaufen. Und dafür bin ich jetzt da von dieser Spinne getroffen worden. Ach, das ist der Schuss, der geht so weit in diesem Mistvieh. Nee, das ist immer noch da. Hallo? Und die platzt und dann kommen da auch noch mal so Brocken runtergefallen. Das ist ja... Das ist ja was. Hallo? Muss man fast allem hier in irgendeiner Form noch ausweichen. Und da kommt wieder so ein blauer. Also. Schönes Spiel. Jetzt habe ich es gesehen. Ja, siehst du?
Miho heißt sie übrigens. Die mit dem Nippelblitzer, die ihre Brustwarzen gezeigt hat. Das ist die Miho. Und der böse Bashtar hat sie geklaut. Hm, kommen sie noch zurück? Da sind sie. Gut, dass du so oft gestartet hast. Genau, richtig. Ich wollte Daniel nur die Chance geben, das Ding auch zu sehen. Diesen tollen Nippelblitzer. Hier springen wir und springen wir. Das haben wir jetzt schon wieder drauf. Und da müssen wir ein Stück an die Seite. Und hier kommt jetzt auch so ein blauer. Und den lassen wir da erstmal. So. Jetzt können wir den auch erreichen von hier. Gut. So, da war jetzt wieder der Kriecher. Der kommt jetzt da gleich irgendwo raus. Und können ihn dann auch noch erwischen. Eigentlich. Wenn wir nicht in die Spitzen springen. Das war jetzt aber wieder knapp. So, jetzt war ja diese komische Spinne, die da oben runterkommt und... da auch was verliert. Alter. Ich gucke mir hier gerade so ein bisschen ein zurecht. Und da erwischt einen die Rotze von diesem Vieh wieder. Ey, das ist so... Jetzt ist er tot. Jetzt guckt man sich hier wieder ein beim Springen zurecht. Schon wieder eine Spinne. Biest wieder da. Ich schon wieder die Rotze von dem Mistvieh abgekriegt, als das da gestorben ist. Du bist halt ganz schön oft am Motzen. Das ist normalerweise mein Part. Das ist hier. Eigentlich wollte ich das ja auch alles gar nicht machen hier, ne? Mann, ich wollte eigentlich aufs Gymi. Ich wollte studieren. Ich durfte mit 14 nicht abtreiben, musste Mutter werden mit 15. Man wird ja wenigstens mit einem Nippelblitzer belohnt, ne? Also.
So, an der einen Stelle sind wir gerade schon mal weitergekommen. Zwar nicht genau, wofür man diese Coins hier benutzen kann. Keine Ahnung. Na, nicht da wieder runterklettern. Jetzt geht er das Seil runter, da sollte er gar nicht lang gehen. So, da hinten ist die Spinne wieder. Und der Blaue, der kommt da oben jetzt. Hallo? Hallo, treff ihn nochmal. Jetzt. So, jetzt kommt da gleich dieser Grabber wieder. Müssen wir einmal hoch und... Der Teufel, da ist er. So, jetzt kommt da gleich der Grabber wieder. Da müssen wir einmal hoch aufspringen. So war das eigentlich geplant. Und hier sollten wir jetzt idealerweise nicht wieder in die Stacheln reinspringen. Und jetzt kommt da oben eine Spinne und da sollte man nicht von der Rotze getroffen werden, von dem Vieh. Das war jetzt schon mal ein Tacken besser als vorher. Aber es ist noch nicht aller Tage Abend. Denn... Because... There is another spider. And the other spider is shit too. Okay, diesmal hat sie nicht gerotzt aus irgendeinem Grunde. Da ist noch so eine Motte. Und da oben kam doch auch wieder so ein Blauer, ne? Du sollst da nicht runterfallen, Mensch. Wieso spawnt das Vieh denn da jetzt rechts in der Ecke? Der war doch, vorhin kam er doch links. Wir haben 2,5 Stunden, ich glaube. Für heute lassen wir es dann auch mal gut sein. Mit diesen ganzen Challenge-Games.
Ja, das war wieder eine sehr erfolgreiche Challenge. Ich konnte wieder einige Punkte nicht gut machen, aber ich bin auf dem besten Wege dazu. I'm on the best way to make some of the challenge points. I've got 10 days left to reach one of the top places. Ich habe noch 10 Tage Zeit, um da ein paar von den Punkten zu ergattern und mich in der Highschool-Liste ganz nach oben zu rammeln, also zu klettern. Mit Ellenbogen und so und die anderen also ein bisschen ausbremsen. Es sind noch ein paar Spiele da. Leider schaffe ich es nicht mit Tapsi nochmal zusammen. Dabei sein ist alles. Nee, also ich habe ja schon den Kampfgeist. Ne? It's not just taking part of the challenge, but you want to be in the top 10, top 3 oder just top 1. You wanna lead the high score table and lead the challenge. Leider schaffe ich es nicht, mit Tapsi in Koop zu spielen. Wir sind nächstes Wochenende gar nicht da und dann ist es ja eh schon vorbei. Und die Woche werden wir vermutlich auch nicht dazu kommen. Schade eigentlich. Es waren ein paar schöne Koop-Spiele dabei. Eins, was wir schon zusammen, zwei, die wir zusammen gespielt haben. There were two games, Tapsi and me played together. And we were pretty good, especially in Pang. And Tapsi liked Pang. Tapsi hat Pang eigentlich auch ganz gerne gespielt. Da hätten wir wirklich noch was machen können. Aber wie gesagt, zurzeit sind so viele Termine. Ein Termin jagt den anderen. Wir haben fast keine freien Wochenenden. Überhaupt nicht, weil man nur wieder mit irgendwas zugange ist, irgendwo hin muss, irgendwie mit beschäftigt ist oder so. Ja, aber time is totally full, totally planned. And so I'm the only one who can take place at the challenges. Tapsi is very, very sad about it. She said it's a pity she isn't able to take part of it. And yeah, she wishes us the best luck for all. And she's waving to all of us. And yeah, bad luck next time. Maybe we have got the Amiga Germany group challenge. I don't know how long it lasts. Maybe we can take part of it, and it's the New Zealand story with Kiwi Twiki. It's a little jump platformer and shoot 'em up. This time, Thomas Panther is leading the high score table. It's a surprise, a really surprise. And yeah, I would say we are done for today. We are calling it a day. It's Sunday. It's 4:30. The last hours of our Sunday. Tapsi is still at work. She has to work till tomorrow morning. And then she's got her day off. Das ist ja ganz was Neues. Ja, Thomas Panther, ganz was Neues. Letztes Mal war er aber, glaube ich, auf Platz 3. Also da hat er auch, glaube ich, nicht ganz so, es war nicht ganz so sein Spiel. Ja, wie gesagt, Tapsi muss noch durchhalten. Sie hat 24-Stunden-Dienst. Kann deswegen auch nicht an meiner Seite sein und mit mir das Spiel zusammenspielen. Ich werde hier gleich noch eines von den Wandpaneelen festmachen müssen, bevor mir das hier gleich komplett entgegenkommt. Das hängt hier so auf 7:30. Und ja, dann wird es jetzt auf jeden Fall auch noch eine neue Folge Ultima Let's Play geben. Das werde ich wahrscheinlich morgen aufnehmen. Da bin ich nämlich auch noch ein bisschen mit im Hintertreffen seit einiger Zeit geraten, aber es lag da auch der Umzug hier in das andere Zimmer an, damit meine Tochter ein bisschen mehr Zeit hat zum Spielen und sie mit ihren Leuten zu unterhalten. Und von daher würde ich sagen, tomorrow I'm going to broadcast another Let's Play of Ultima 6, The False Prophet, and I'm your avatar host, of course. So, see you all again soon. Amiga April is lasting, as I said, at least 10 days and I'm gonna take part. Maybe I'm just playing some games from my childhood, like Last Ninja Remix or some other games. Maybe vielleicht spiele ich einfach ein bisschen was aus meiner Amiga-Zeit und versuche nicht diese haarsträubenden Spiele wie Teardown Thomas oder sowas, die ja doch, also der Puls ist da doch schon ein bisschen gestiegen. My Blood Pressure ist on top.
Übung macht den Meister. Ja, aber ganz ehrlich, Daniel, du hast die Spiele gesehen. Würdest du da sehr viel Zeit drin investieren? Du hattest mir mal bei einem Spiel damals schon gesagt, du hättest das angespielt und danach sofort den Joystick in die Ecke geschmissen. Ich meine, ich habe Geduld und probiere ja auch gerne mal aus, aber solche Spiele wie Teardown Thomas, die so schnell sind und so, da bin ich einfach raus. Deswegen, es war früher. Nee, ich hätte den PC kaputt gemacht. Ja, ja, genau. Und ganz ehrlich, also bei den Dingern, wie es früher auch war, hier bei Sonic the Hedgehog und sowas, das waren nicht meine Spiele. Auf dem Amiga gibt es auch noch so ein ähnliches, das nennt sich Zool mit so einem kleinen Ninja. Nee, those games are too fast for me. I don't like those games. I like adventures, I like puzzle games. And where you have a pace run, slow run, and you have to make some, clear some puzzles and stuff. Okay, action games are all in all great, are good, but not those hectic games, not those games where you are overwhelmed by all those enemies and flying bullets and stuff. And Turrican 3 last time was really great. Also Turrican 3 das letzte Mal, was ich mit Tapsi gespielt habe, das ging. Das war nicht ganz so hektisch. Man hatte zwar auch einen Timer, aber der war okay. Und es, man konnte sich die Pattern der Enemies eigentlich ganz gut merken. Naja. Aber das wäre dann was für ein anderes Mal. Tapsi hat auch schon gesagt, sie würde das auch ganz gerne nochmal spielen. Das werden wir dann auch nochmal machen. Pang genauso. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Restsonntag. Dir, Tapsi, noch einen ruhigen Restdienst, dass da nicht noch irgendwelche Sektios kommen, am besten noch in Folge mit irgendwelchen Matroschken, wo ihr euch da erstmal noch durchschneiden müsst oder so. Wer weiß, du kennst das ja. Und in diesem Sinne, genießt den Restsonntag, wie ich schon gesagt habe. Goodbye and see you next time in the Amiga April.